Ja, meine Damen und Herren, wir haben jetzt so tolle Vorstellungen gehört. Da ist, wenn man so ziemlich zum Schluss kandidiert, ja immer eine schwierige Sache. Wie stellt man sich vor? Ich will mal eine neue Form wählen. Ich will mal mutig sein. Ich möchte Ihnen einfach mal eine Frage stellen. Wie würden Sie sich fühlen, wenn Sie samstags morgens oder sonntags morgens die Zeitung aufschlagen, drin rumblättern und stellen fest, dort steht was über Sie geschrieben? Sie machen abends den Fernseher an. Sie zappen über die Programme, eine Talkshow, 5 Politiker sind da, man spricht über sie. Sie zappen weiter, die Bundeskanzlerin spricht zu irgendeinem wichtigen Wirtschaftsthema, man spricht über sie. Sie kommen auf dem Landesparteitag, hören den Bundesvorsitzenden und den Landesvorsitzenden und die sprechen über sie. Und Sie werden sich wundern, wie ich darauf komme. Denn ich bin es, der kleine Handwerksmeister, von dem immer gesprochen wird, der in aller Munde ist. Der kleine Handwerksmeister, der sicher für alle wichtig ist, aber der eigentlich selber selten zu Wort kommt. Ich habe das große Glück, dass wir jetzt hier gerade mal in geschlossener Formation hier sind, ein Bäckermeister vor mir. Und deswegen freue ich mich auch darüber, dass das hier gemacht wird. Und ich passe genau in dieses Raster des kleinen Handwerksmeisters. Mein Unternehmen, 12 Beschäftigte, 2 Auszubildende, ich ernähre quasi 9 Familien, passt genau in dieses Raster. Und trotzdem dürfen wir zu wenig mitreden und deswegen bin ich da. Und ich weiß nicht, ich gehe davon aus, dass hier viele von Ihnen den Wahlkampf in den USA verfolgt haben. Und wenn Sie aufgepasst haben, dann gab es immer Joey den Klempner. Meine Damen und Herren, ich bin nicht Joey der Klempner, ich bin Manfred der Elektriker. Und als Manfred der Elektriker fühle ich aber wie Joey der Klempner. Und die beiden Präsidentenkandidaten haben auch über Joey gesprochen und Joey durfte nicht mitspielen. Und das möchte ich hier gerne anders haben. Und ich bin froh, dass ich nicht in den USA lebe, sondern ich bin froh, hier in Deutschland zu leben. Denn hier haben wir wenigstens ein soziales Netz für die Mitarbeiter. Nicht immer für die Unternehmer, aber für die Mitarbeiter. Und der Unternehmer hat Verantwortung. Und wenn er seinen Job gut macht, dann kann er auch erfolgreich sein. Und das muss ich Ihnen sagen, Manfred der Elektriker muss das teuer bezahlen. Der zahlt es durch hohe Steuern, der zahlt es durch gigantische Bürokratie, der zahlt es einfach dadurch, dass er up-to-date sein muss. Ich kann Ihnen an einem Beispiel sagen, meine Damen und Herren, in meinem Job, in meinem Beruf müsste ich 85.000 Gesetze, Vorschriften, Verordnungen und die Normen kennen. Wer schafft das? Wo sind wir? Ich kann es nicht schaffen, aber ich muss es. Ich bin dazu verpflichtet. Und deswegen glaube ich, wir sind auf dem richtigen Weg. Wir, wenn wir entbürokratisieren, da auch den richtigen Einhalt zu gewähren. Ich möchte dazu beitragen, meine Damen und Herren, dass Manfred der Elektriker, Jörg der Bäcker und vielleicht Sabine, die Boutiquenbesitzerin, in Zukunft ein leichteres Leben haben. Und ich möchte dazu beitragen, dass wir Liberalen die Steuerpolitik umsetzen, wie wir sie in München beschlossen haben. Und daran glauben viele Menschen und ich auch. Mein Name ist Manfred Totenhausen. Ich bin Stadtverordneter in Wuppertal, stellvertretender Kreisvorsitzender, stellvertretender Bezirksvorsitzender. Ich glaube auch Landesvorsitzender des liberalen Mittelstands und ich würde mich freuen, wenn Sie mich unterstützen.